Es ist klar, menschliche Faktoren am Arbeitsplatz spielen eine Rolle, wenn es zu Gewalt am Arbeitsplatz kommt. Das ist klar. Wichtig ist aber auch, und das wird häufig unterschätzt, zentral sind auch die Arbeitsbedingungen, in denen wir arbeiten tagtäglich. In einem Arbeitsumfeld, in dem permanent Konkurrenz herrscht, in dem ein massiver Arbeitsdruck herrscht, in dem zu wenig Personal vorhanden ist, in dem es zu wenig Unterstützung von Führungskräften gibt oder auch die Information nicht gescheit organisiert ist, wo Arbeitsstrukturen nicht passen, wird die Wahrscheinlichkeit, dass Gewalt am Arbeitsplatz ein Thema ist, deutlich höher sein als in Betrieben, wo ich gute Arbeitsbedingungen habe, wo Arbeit gut organisiert ist. Und hier gibt es sozusagen oft eine Unterschätzung dieses Themas, weil es oft gesagt wird, das sind sozusagen die Menschen schuld, die tagtäglich am Arbeitsplatz arbeiten. Tatsache ist aber, dass vieles auch vom Arbeitsumfeld abhängt und von der Arbeitsgestaltung und von den Arbeitsbedingungen. Hier ist ganz wichtig der Begriff Kultur, Unternehmenskultur. Wir schauen uns das nachher noch ganz kurz an. Wenn es um gesunde, sichere Arbeitsbedingungen ist, spielt die Unternehmenskultur eine ganz zentrale Rolle. Was kann jetzt Gewalt sein? Wir haben schon gehört, körperliche Übergriffe. Körperliche Übergriffe werden mehr von externen Personen begangen, als sie am internen Arbeitsplatz passieren. Das kann sein Schlagen, das kann das Werfen von Gegenständen beispielsweise sein, das kann Stoßen sein oder vieles andere auch. Gewalt ist aber auch zum Beispiel Belästigung. Belästigung, da wird ein Verhalten gesetzt, wir haben es im Gleichbehandlungsgesetz definiert, wird ein Verhalten gesetzt, das die Würde einer Person maßgeblich beeinträchtigt. Da wird ein Verhalten gesetzt, dass es für eine Person, das unangebracht ist, das feindselig ist, das anstößig ist und auch ein Arbeitsumfeld schafft, das feindselig ist, das demütigend ist. Und das sind beispielsweise Belästigungen, die sich meinetwegen beispielsweise auf das Alter beziehen können, auf die Religion beispielsweise oder auf das Geschlecht. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Ich habe es als eigenen Punkt angeführt, die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Hier wird die sexuelle Sphäre eines Menschen überschritten. Es wird die Würde auch hier wieder massiv beeinträchtigt von Menschen. Auch hier wird eine feindselige und demütigende Arbeitsumgebung für die betroffene Person geschaffen. Wir haben den Themenbereich der sexuellen Belästigung seit 2004 auch strafrechtlich geregelt. Also es ist ein strafrechtlicher Tatbestand und hier haben Betroffene auch einen Anspruch auf Schadensersatz gegenüber dem, der sie da angegriffen hat. Aber nicht nur gegenüber dem, es kann auch sein, dass wenn Arbeitgeber hier bei sexueller Gewalt am Arbeitsplatz nicht eingreifen, dass auch Arbeitgeber gegebenenfalls schadensersatzpflichtig werden können. Auch ein großer Bereich ist der Bereich Stalking, ist häufig mehr dem privaten Umfeld zugeordnet, sind deutlich mehr Frauen betroffen als Männer. Dennoch geht Stalking auch oft in den betrieblichen Alltag hinein, beispielsweise wenn Menschen oder vielfach Frauen vor der Arbeitsstelle abgepasst werden, wenn Mails geschrieben werden, wenn SMS geschrieben werden und vieles mehr. Also da geht es wirklich um Verfolgung, um Abpassen und damit wird die Sicherheit und die Unversehrtheit einer Person massiv bedroht und in Frage zu stellen. Großer Themenbereich ist auch Mobbing. Das ist auch ein Begriff, den viele von euch wahrscheinlich kennen werden. Mobbing ist immer systematisch. Wir kriegen in der Arbeiterkammer immer viele Anfragen, gerade zum Themenbereich Mobbing. Ist es schon Mobbing? Ist es nicht Mobbing? Es ist ganz schwierig. Es wird letztlich immer eine Frage der Nachweisbarkeit sein. Mobbing muss auf jeden Fall gegen eine bestimmte Person gerichtet sein. Mobbing muss systematisch sein, damit es sozusagen Mobbing ist. Es muss über einen längeren Zeitraum erfolgen, auch mit dem Ziel, eine Person vom Arbeitsplatz auszugrenzen, eine Person vom Arbeitsplatz zu verdrängen und es muss ein Machtungleichgewicht vorhanden sein. Beispiele sind, es wird mit jemandem nicht mehr gesprochen, es wird jemand ausgegrenzt, es wird jemandem unangemessene Tätigkeiten übertragen, jemand, der vorher ein umfangreiches Tätigungsfeld gehabt hat, wird dann in ein kleines Kammerl gesetzt beispielsweise. Womit wir beim Thema Bossing sind. Bossing ist mehr oder weniger Mobbing, das vom Vorgesetzten ausgeht. Das ist so der Unterschied zum Begriff Mobbing, der verwendet wird, wenn Belästigungen auf einer gleichen Ebene passieren. Der dritte Begriff ist hier noch Stuffing. Stuffing heißt, dass Mobbing passiert von Mitarbeitern gegenüber
dem Vorgesetzten. Auch das ist eine Art von Mobbing. Okay, Dankeschön. Ein paar Daten, Zahlen, Daten, Fakten. Wir haben es schon vorher gehört. Etwa 20% der Beschäftigten haben schon Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz erlebt. Eine Befragung des ÖGB Burgenlands, ist vorher auch schon erwähnt worden, kurz, hat gezeigt, dass 22% der Beschäftigten von verbaler Gewalt schon einmal betroffen wurden. 13% wurden schon beschimpft, wurden beleidigt. 1% war von Gewalt, von wirklich körperlicher Gewalt schon betroffen. Es hat sich auch gezeigt, dass am häufigsten Frauen betroffen sind von Gewalt und 3% haben hier auch von sexueller Belästigung gesprochen. Und was vielleicht in dem Kontext auch noch interessant ist, ÖGB hat auch in der Befragung herausgefunden, dass Betriebe mit Betriebsräten deutlich weniger Gewaltvorkommnisse haben als Betriebe, in denen keine Betriebsräte installiert sind. Was können die Folgen von Gewalt sein? Gewalt hinterlässt ein Schlachtfeld, wie man sieht, einen großen Scherbenhaufen. Gewalt ist immer, egal ob das körperliche Gewalt ist, ob das psychische Gewalt ist immer ein Angriff auf die Integrität und Würde eines Menschen. Für die betroffene Person bedeutet das auf jeden Fall einmal ein Verlust des Selbstwertgefühls, das bedeutet Verunsicherung und kann aber auch mit körperlichen Verletzungen einhergehen und mit massiven psychischen Folgen. Das fängt an bei Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen, bis hin zu auch Magenschmerzen, Schlafstörungen, Sucht, Angststörungen und vieles mehr. Natürlich ist Gewalt dann auch verbunden, wenn man regelmäßig Gewalt erfährt, auch mit Motivationsverlust. Und letztlich kann das natürlich auch bis zu einer innerlichen Kündigung gehen. Da hat der Arbeitgeber letztlich gar nichts davon. Gewalt hat auch Konsequenzen für den Betrieb. Das bildet sich auch im Betrieb deutlich ab. Was ist verbunden mit Gewalt im Betrieb? Ein schlechteres Betriebsklima, geringere Loyalität, eine geringere Produktivität, Kosten, weil ich natürlich neues Personal suchen muss, Schadensersatzforderung, Imageverlust und man kann diese Liste fortführen. Der Arbeitgeber, es ist also auch im Interesse des Arbeitgebers, hier umfassende Maßnahmen zu setzen, um Gewalt schon im Keim zu ersticken. Was muss jetzt der Arbeitgeber machen? Grundsätzlich ist der Arbeitgeber, wenn es um Gewaltprävention, wenn es um Gewalt am Arbeitsplatz geht, ist immer der Arbeitgeber in der Pflicht. Wir haben das im Arbeitnehmerinnenschutz auch entsprechend geregelt. Der Arbeitgeber ist umfassend verpflichtet, die Beschäftigten vor psychischer und physischer Gewalt zu schützen. Es ergibt sich daraus, dass der Arbeitgeber umfassend für die Sicherheit und für die Gesundheit der Beschäftigten verantwortlich ist und auch hier auch handeln muss. Wir haben auch im Arbeitnehmerinnenschutz geregelt. Der Arbeitgeber ist verantwortlich, er hat eine Verpflichtung zum Schutz der Integrität und Würde. Integrität und Würde, haben wir schon gehört, wird immer in Frage gestellt durch Gewalthandlungen, seien sie psychisch oder seien sie körperlich. Der Arbeitgeber muss Gefahren, bin ich einer Gefahr der Gewalt ausgesetzt am Arbeitsplatz oder nicht, er muss das beurteilen und er muss das ermitteln, er muss hinschauen. Der Arbeitgeber darf nicht wegschauen. Und er muss, und das ist so der Knackpunkt, er muss präventiv Maßnahmen setzen, vorbeugende Maßnahmen. Das heißt, nicht dann handeln, wenn Gewalt im Betrieb ein Thema wird, sondern er muss vorher hinschauen, er muss vorher schauen, könnten meine Beschäftigten Gewalt am Arbeitsplatz ausgesetzt sein. Und er muss Schutzmaßnahmen im Vorfeld schon setzen. Was muss der Arbeitgeber noch machen? Der Arbeitgeber muss auch die Beschäftigten informieren und unterweisen. Also er muss Schutzmaßnahmen setzen und muss dann den Beschäftigten auch sagen, das sind die Schutzmaßnahmen für dich, diese Schutzmaßnahmen habe ich gesetzt. Du hast dich in der und der Form da auch sozusagen auch anzuwenden und er muss auch eine geeignete Organisation bereitstellen. Das heißt, nicht Einzelmaßnahmen setzen, sondern eine Organisation, wo die wie ein Rädchen letztlich ineinander greifen. Grundsätzlich sind diese Maßnahmen, die der Arbeitgeber treffen muss,
kollektiv zu setzen, das heißt nicht nur für Einzelpersonen, sondern für alle, die von möglicherweise von einer Gewaltgefahr betroffen sind. Die müssen an der Quelle ansetzen, das heißt an der Quelle der Gefahr, nicht an der einzelnen Person vorwiegend, sondern erst einmal an der Gefahrenquelle. Die müssen dem Stand der Technik auch entsprechen. Das sind so ganz zentrale Forderungen auch aus dem Arbeitnehmerinnen-Schutzgesetz an den Arbeitgeber. Was heißt das konkret? Der Arbeitgeber muss in erster Linie einmal technische Maßnahmen setzen, um die Beschäftigten vor Gewalt schützen. Das ist das sogenannte Top-Prinzip. Das heißt, der Arbeitgeber hat technische Maßnahmen zu setzen, vororganisationalen Maßnahmen, und dann kommen erst die Maßnahmen, die an der Person ansetzen. Was kann das sein? Beispiele für technische Maßnahmen wären eine gute Beleuchtung, wäre möglicherweise, wenn es erforderlich ist, eine Abtrennung zwischen Kunden und Beschäftigten. Beispiele für organisatorische Maßnahmen wäre beispielsweise, dass ich möglichst darauf schaue, dass Beschäftigte nicht alleine arbeiten müssen, dass die immer zu zweit sind beispielsweise. Und wenn Einzelarbeit notwendig ist und sich nicht vermeiden lässt, dass für die Person dann auch einen entsprechenden permanenten Kontakt zum Betrieb gibt, damit eben im Notfall da auch eingegriffen werden kann. Personenorientierte Maßnahmen sind immer diese klassischen Schulungen, die auch dann häufig gemacht werden. Wie verhalte ich mich gegenüber jemandem, der möglicherweise aggressiv wird? Wie kann ich mit schwierigen Kunden umgehen? Das ist aber eigentlich erst die ganz letzte Maßnahme, die im Arbeitnehmerinnenschutz vorgesehen ist. Der Arbeitgeber muss im Prinzip viel weiter vorne ansetzen. Ich möchte noch mal kurz auf die Unternehmenskultur zurückkommen. Kultur ist immer etwas, was mit gemeinsamen Werten, mit Normen, mit Einstellungen zu tun hat. Kultur ist oft sehr verdeckt im Betrieb. Das äußert sich ein bisschen subtiler, es zeigt sich, wie wird kommuniziert miteinander, wie werden Entscheidungen getroffen miteinander, wie wird mit Fehlern beispielsweise umgegangen, wie werden Menschen behandelt im Betrieb. Basis jeder Gewaltprävention ist die Betriebskultur. Da muss man in erster Linie mal ansetzen. Das heißt, ein menschliches Unternehmensleitbild, das nicht nur im Papier besteht, sondern das auch gelebt wird. Das ist so der Knackpunkt am Unternehmensleitbild. Ein offenes, wertschätzendes Betriebsklima, in dem möglicherweise Konflikte auch thematisiert werden können, wo Probleme angesprochen werden können. Und auch ein ganz klares Bekenntnis des Betriebs zur Gewaltfreiheit. Das sind so Basisdinge, die zu einer wirklich wirksamen Gewaltprävention dazugehören und nicht nur dazugehören, sondern die Basis bilden. Was aber jetzt, wenn jetzt trotz umfangreichen Maßnahmen, die der Arbeitgeber schon gesetzt hat, trotzdem Gewalt zum Thema wird? Der Arbeitgeber hat die Verpflichtung, und zwar im Rahmen seiner Fürsorgepflicht, unmittelbar und wirksam einzuschreiten. Der Arbeitgeber kann sich hier nicht aus der Pflicht nehmen, sondern er muss unmittelbar wirksam einschreiten und die Beschäftigten vor Gewalthandlungen schützen. Was kann der Betriebsrat, die Betriebsrätin dazu beitragen? Was kann der Betriebsrat, Betriebsrätin tun? Grundsätzlich haben Betriebsräte, Betriebsrätinnen im Betrieb umfangreichende Mitwirkungsrechte, wenn wir vom Arbeitnehmerinnenschutz sprechen. Darüber hinaus können Maßnahmen der Gewaltprävention und Vorgehensweisen bei Gewalt auch in Betriebsvereinbarungen festgelegt werden. Wir haben unter www.gesundearbeit.at Beispiele für solche Betriebsvereinbarungen, die man sich herunterladen kann. Wichtig ist auch hinzuschauen, den Kollegen und Kolleginnen Unterstützung anzubieten, Beratung anzubieten und dann in der Folge auch Kontakt zu Arbeiterkammern aufzunehmen, zu Gewerkschaften aufzunehmen und gegebenenfalls auch zu Kriseninterventionszentren, die eben hier auch für die psychische Betreuung von Menschen, die von Gewalt betroffen sind, sorgen. Wie gesagt, der Arbeitgeber muss hinschauen, der Arbeitgeber muss handeln und zwar nicht erst dann, wenn was passiert, er muss vorbeugend handeln. Und ich glaube, für uns alle muss klar sein und mit dem möchte ich schließen, dass Gewalt letztlich keine Pflanze zum Wachsen bringt, sondern ihr höchstens die Wurzeln ausreißt. Danke.